Ich habe auf die 200. Sendung aus den Sümpfen von Bern sehr viele Reaktionen bekommen. Ich habe ausnahmsweise mit Rastalocken erzählt, was die Vogue-Bewegung aus den USA alles Verheerendes auslöst. Schlimme Auswirkungen erleben wir nicht nur bei den Medien und den staatlichen Institutionen, sondern auch in der Wirtschaft. Vor allem viele Konzerne haben eine einfache Gleichung nicht begriffen. Vogue gleich links. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Die Vogue- und Genderwelle verfolgt uns auf Schritt und Tritt. Hören Sie mal die nervige Spruchregelung oder muss man sagen, die Spruchpolizei beim Schweizer Radio und Fernsehen. Da verliert man endlos Zeit mit der ständigen Nennung von männlichen und weiblichen Formen. Da wimmelt es nur so von Zuschauenden, Telefonseelsorgenden, Hausbesetzenden oder weil es gerade Saison ist, von Jagenden. Am Medienkritiker Kurt W. Zimmermann ist aufgefallen, nur Verbrechende, Serienmordende und Messerstechende sind noch immer männlich. Dabei bin ich ganz sicher, mindestens 95% vom Publikum geht die Vogue-Sprache total auf den Sack. Oder nehmen wir den offiziell neuen Leitfaden geschlechtergerechte Sprache von der Zürcher Fachhochschule. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften macht Empfehlungen für eine diskriminierungsfreie Sprache. Nicht nur das, die Dozierenden, beachten Sie meine Vogue-Wortwahl, haben sogar das Recht, die als Notenrelevanz-Bewertungskriterium festzulegen. Wohlverstanden, wir reden hier von einer staatlichen Institution. Und die Vogue-Welle hört nicht auf beim Fernsehen und bei den Staatsschulen. Auch immer mehr Konzerne übernehmen die Sprachamputation von Amerika. Hängen Regenbogenfahnen raus, publizieren Leitfäden und loben ihre Vogue-Kultur in den Geschäftsberichten. Die Unternehmen sind sonst völlig unpolitisch und merken gar nicht, dass sie mit ihrem Vogue-Gehabe an einer linksextremen Bewegung aufgehockt sind und damit die auch unterstützen. Und dann wundern sich die gleichen Manager, dass die Wirtschaft wichtige Abstimmungen verliert. Und dass sich die grosse Mehrheit von ihren Kunden durch das Verhalten mehr abgestoßen als angezogen fühlen. Einmal sicher in der Schweiz. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Video der Woche. Sie sehen, was passiert, wenn Linksextreme in der Schweiz mit der Vogue-Welle immer mehr Macht bekommen. Yeah.
Meine Damen und Herren, das war es für heute. Alles Gute und bis zum nächsten Mal in den Sümpfen von Bern.